Meine Damen und Herren, willkommen in der Welt der Philosophie. Wir freuen uns, Ihnen die neueste Kollektion von Claudia Simone d'Orchard zu präsentieren, Kulturfunk. Mesdames et Messieurs, bienvenue dans le monde de la philosophie. Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle collection de Claudia Simone d'Orchard, Radio Culture. Wo sind die Philosophinnen? Eine gescheite Frau hat Millionen geborener Feinde, alle dummen Männer. Marie von Ebner-Eschenbach. Warum gibt es weniger Philosophinnen als Philosophen? Anders, warum wissen wir von so wenigen Philosophinnen? Die schulmäßige Beschäftigung mit Philosophinnen erfordert heute zweierlei: die Bereitschaft zum Historismus und den Mut zur Lücke. Zwischen Diotima und Hypatia, Hildegard von Bingen und Hadewig von Brabant, Edith Stein und Simone Weil klaffen Jahrhunderte in der Zeit und noch größere Zwischenräume in Bezug auf Persönlichkeit, Absicht, Werk und Wirkungsgrad. Unvergleichliches zu vergleichen wäre die Aufgabe, die wir erfüllen müssten, wenn wir die so kontroversen Lebenswerke und Selbstverständnisse von antiken Naturphilosophinnen, mittelalterlichen Mystikerinnen und modernen Praktikerinnen unter dem künstlichen Begriff weiblicher Philosophie vereinen würden. Zudem bliebe das eigentliche Forschungsinteresse dabei unbefriedigt. Geht es doch, abgesehen von einer konservatorischen Absicht, darum, die Werke von Philosophinnen kritisch, also vorerst systematisch, zu untersuchen. Wollen wir aber Schlüsse über einen weiblichen Zugang zu philosophischen Fragen gewinnen, von der noch immer offenen Frage, ob es ihn in dieser Eindeutigkeit überhaupt gibt, abgesehen, und epochentypische Meinungsmonopole durch Philosophinnen gegenlesen, bemerken wir schnell, dass uns Namen und Werke fehlen, ja, dass ganze Epochen hier nur sehr schwach und einseitig vertreten sind. Wir gewinnen dabei fast den Eindruck, dass es unbedingt günstiger politischer Bedingungen oder sozial gut saturierter Ausnahmepositionen bedarf, um Frauen zum Philosophieren und ihre Werke in die Öffentlichkeit zu bringen. Philosophinnen, eine unterbrochene Chronologie. Platons Schülerinnen waren keine Unterprivilegierten, Teresa von Avila keine arme Nonne, Simone de Beauvoir aus durchaus gutem, wenn auch zerrüttetem Hause. Mehr noch, es scheinen überhaupt nur ganz bestimmte Epochen die strukturellen Bedingungen herausgebildet zu haben, die weiblichen Philosophen das Lernen und Lehren ermöglicht haben. Diese waren offensichtlich in den Demokratisierungsbemühungen der Polis Athen seit solonischer Zeit vorhanden, wie auch im vorreformatorischen Reichtum und der Weltläufigkeit der Klöster und ihrer Angehörigen und wiederum im aufgeklärten Großbürgertum des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Was aber wissen wir von den vielen Jahrhunderten dazwischen? Es kann nicht sein, dass aus möglicherweise rein strukturellen Gründen die Hälfte des menschlichen intellektuellen Potenzials brach lag. Auch verengt es die Perspektive, wenn wir das Phänomen geistiger Arbeit von Frauen auf rein äußerliche Bedingungen reduzieren und daraus erklären wollen, obwohl es sicherlich einen starken Zusammenhang gibt. Ein Zusammenhang ist jedoch immer nur ein Hinweis auf eine Ursache, nicht die Ursache selbst und nie eine einzige. Was wir festhalten können, ist, dass der Ort des Philosophierens als ein geschützter Raum sich durch die Epochen wandelt. Auch, dass die Tätigkeit des Philosophierens als ein gewisses, längst nicht nur monetär bedingtes Privileg immer nur bestimmten Gruppen oder Einzelpersonen zukommt, die sich ebenfalls wandeln. Was aber unzweifelhaft bleibt, ist, ob wir im historischen Rückblick sowohl den philosophischen Raum als auch die Gruppen der Philosophierenden richtig bestimmen können. Mein Verdacht ist, dass es viele philosophierende Frauen gab, die wenig bekannt blieben, weil sie, vielleicht mit gutem Grund, jenseits der Akademien, Klöster und Seminare hochwertige geistige Arbeit geleistet haben, die in der Gesellschaft aber mit anderen, unscheinbareren Etiketten als der Philosophie versehen wurde.